Hallo Freunde des Sports in der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder beim Fußballmanager 2013 und joa, es geht weiter nach dem furiosen Auftakt. Sind wir jetzt dabei, gegen Werder Bremen reinzustarten. Wir gucken nochmal ganz schnell, wo unsere Aktien stehen. Das wäre nochmal ganz interessant. Aktienmarkt. Ja, die sind jetzt hier nämlich extrem in die Höhe gegangen. 5% Gewinn und ich würde mal sagen, wir verkaufen die erstmal und werden die dann erst wieder, wobei, wenn wir das jetzt drin lassen, das Geld, sind die vielleicht auch stärker, wer weiß. Wenn die jetzt verlieren, dann verkaufen wir es auf jeden Fall. Ich glaube, unter die 5% werden sie nicht sofort sinken, von daher werden wir nach dem Spieltag dann einfach sagen, Mensch, nehmen wir das wieder raus und gut ist. Ole Rotenbach hat seinen Trainingsziel erreicht, das werden wir gleich nochmal überprüfen, was das ist. Damit der hier auch eine Chance hat, überhaupt nochmal an Kenzo ranzukommen, wird schwierig werden, aber möglich ist es vielleicht noch. So, wo ist er denn? Ja, der ist hier in absolut bombastischer Form, wie man sieht. Frische ist leider nur wieder nicht so toll. Rotenbach. So, Spielergespräche. Du hast das Talent, mach endlich was aus dir. Ja, da würde er sich bestimmt freuen, wenn ich mir das sage. Wie geht's der Familie eigentlich? Hey. Etwas brüskiert, na super. Wir haben also wieder genau dahin getroffen, wo wir sollten. Gucken wir mal, 85 Torriecher. Ja, den hat er zwar, aber er hat auch Distanzschuss auf 1 Million oder so, dass er das ständig wieder machen muss. Ich weiß es nicht. Denn das ist ja das, was er immer vom Tor treibt, ne? Immer wenn er den Ball hat, gibt es dann gleich den ersten Distanzschuss wieder. Gut. Ja, Ittermann hat kein Tor gemacht. Ich würde mal sagen, wir können auch mal wieder ihn spielen lassen, den Rotenbach, wenn er dann möchte. Und ansonsten gucken wir erst einmal, wie es weitergeht. Also Jori hier bei einer 81, Kenzo bei einer 75. Ich weiß noch, letzte Saison, der war der größtenteils bei einer 67. Warum die jetzt wieder so wenig Frische haben, die Jungs? Mensch, Mensch. Muss man wieder frische Training machen. Sie haben nicht genug Spieler. Nö, will ich nicht. Ich will auch das Spiel gar nicht spielen. Von mir aus könnte jedes Spiel dann sonst wie hoch verlieren. Das ist mir erstmal egal. Wie gesagt, wir konzentrieren uns auf die erste Mannschaft jetzt erst einmal. Ja, schöne Musik hier. Die wir nicht haben wollen. Und wir gucken nochmal schnell ins News Center. Da war, glaube ich, noch was an Trainingszielen wieder. Rotenbach haben wir schon geändert. Dürr. Hängende Spitze mit 55. Naja, naja. Ist jetzt nicht das Schlechteste, aber ich weiß halt auch nicht. Normalerweise wollte ich ja eine zweite Mannschaft machen. Aber das Ding ist, wenn die so teuer sind, glaube ich nicht, dass wir das finanzieren können. Deswegen will ich mich da erstmal ein bisschen zurückhalten. So, Tobias Meyer, der ist auf jeden Fall sehr gut. 17,56, das passt eigentlich so. Dann geht das mal runter und als nächstes machst du die Ausdauer. Uiuiui, was sind das alles für Leute hier? Auperle, die kenne ich überhaupt nicht. Auperle, 57. Wo spielt denn der? Wir haben doch bei uns im Team hier einen anderen gehabt. Da war ich doch beim letzten Mal da und habe geguckt, ob ich den nicht umbenennen kann. Boris Süße hieß der, glaube ich. Das war der Jugendtorwart. Eine A-Jugend. Und die anderen waren nicht so stark. Aber naja, anscheinend ja doch. So. Maximilian Eifler. Wie gut bist du? 48. Nee, das lohnt sich nicht. Ralf Zimmermann. Trainingsziele. 52. Naja, machen wir auch nochmal schnell. Das ist ja nicht so schlimm. Die vier Werte hier reinziehen und den letzten gucken wir uns auch nochmal an. Rico Heurich ist auch noch relativ jung. Auf jeden Fall, wenn wir da auch noch was machen. So, Grätsche dazu. Zweikampf dazu. Würde mal ein bisschen defensiver ausgerichtet ist. Na, komm. So und so und Antritt und dann haben wir es doch. Gut, das dürfte es aber gewesen sein. Der Transfermarkt schließt in 2 Wochen. Und wir gucken nochmal ganz schnell rein, nicht, dass wir irgendwas bauen. Schon wieder wollen die irgendwas bauen. Hört doch mal auf damit. Ich will das Geld haben, nicht die ganzen Sachen, die ihr hier macht. Gut. Ja, die Frische ist noch weiter runtergegangen bei Kenzo. Ich sollte also bei ihm immer darauf achten, dass ich frische Training mit einbaue. Mit 66 Frische sieht das natürlich blöd aus, aber die erste Halbzeit will ich den natürlich trotzdem spielen lassen. Sonst haben wir hier, glaube ich, Probleme, wenn wir den besten Spieler hier der Vorbereitung nicht drauflassen. Dann würde er uns wahrscheinlich sagen, hey, was ist los? Habe ich nicht gut gespielt, oder wie? So, Liam Bohn können wir loben. Warum auch immer?
Ja, du trainierst sensationell, warum auch immer wir ihm das sagen können. Weil, ganz ehrlich, das letzte Spiel, wie gesagt, ein Eigentor, was total unnötig war von Shooto, das verstehe ich nicht ganz, warum er jetzt so gelobt werden kann. Aber gut. Wollen wir uns ja nicht beschweren deswegen, ne? So, Bastian Marx mal wieder ein bisschen loben. Du trainierst so sensationell und trotzdem lassen wir dich die ganze Zeit auf der Bank. Obwohl, beim letzten Mal hat er ja gespielt und da war er auch gar nicht so schlecht, muss man ja mal sagen, am Ende. Auch wenn es dann nicht mehr für eine Vorlage oder so gereicht hat, aber hat auf jeden Fall ganz gut gespielt, glaube ich. So. Schrader nochmal. Ja, den Schrader wollte ich ja auch spielen lassen, auf jeden Fall. Ist er denn Igor Petrov? Naja, der hat halt eine gute Form momentan. Also ich werde ihn auf jeden Fall wieder einwechseln, aber Stamm spielen lassen ist eher schwierig gerade. Und da müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall unsere Jungs wieder motivieren. So hat sich was auf dem Aktienmarkt getan. Oh ja, oh ja. Was ist denn das für ein Gewinn? 11%. Wie werden wir dann nochmal verkaufen, alle? Ich hoffe mal, dass es das jetzt nicht so schlimm ist für die Mannschaft, weil ich glaube, wenn man Aktien verkauft, ist das auch immer für den Verein nicht gut. Aber ich glaube, wir haben so wenig Geld da reingesteckt, dass das eh egal ist. Wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Ja, so gemein bin ich sowieso nicht. Und ja, gehen raus und spielen ordentlich Fußball. Ansonsten würde ich sagen, gewinnt jeden Zweikampf, aber alles andere nicht. So, da wurde der Cut gemacht. 10 Spiele haben wir nicht mehr unentschieden gespielt. Na meine Herren, 5 Spiele nicht mehr gewonnen. Bei Werder Bremen auf der anderen Seite. 4 Spiele gewonnen zuletzt bei uns. Und in den letzten 5 Spielen ist Werder Bremen immer in Rückstand geraten. Also wenn da schon solche Statistiken stehen, habe ich immer schlechte Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen, weil Werder Bremen auf Platz 15 steht. Und ja, das ist oftmals dann wirklich so, dass wir da arge Probleme haben. Ja, ich erinnere mich letzte Saison, da war das auch, dass wir gegen Werder Bremen und Nils Petersen, glaube ich, 4 Gegentore gekriegt haben. Wir haben zwar 3 geschossen, aber haben es dann ja verloren, nur durch diesen Petersen. Von daher, wenn der jetzt hier aufspielt, werde ich den auch mal Mann decken lassen. Nicht, dass hier irgendwas schief geht mit dem, dass der wieder rauslaufen kann. Es war nämlich immer das Problem, dass der, glaube ich, außen ist einer durch gewesen und Petersen hat dann den Pass gekriegt, den tödlichen, und war dann komplett frei. So. Komm, 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 wir wollen das gar nicht sehen hier gerade. Ich will mal gleich den Petersen decken lassen, wenn er drauf ist. Vergleich. Petersen, den wollen wir gleich mal Mann decken lassen. Wer ist denn der bessere Manndecker? Liam Bohn. Nee. So war das. Den deckst du bitte Mann. Und dann hoffe ich mal, dass das was bringt. Ja, denn wir haben mit dem schon relativ schlechte Erfahrungen gemacht zuletzt. Warum sollten wir es da riskieren? So. Da geht's gleich auf Kenzo und gleich der erste Torschuss. Jetzt geht's hier über die Ecke, die sehr katastrophal geschossen war. Muss man ja ganz klar sagen. Also, Eckbälle habe ich noch nicht trainieren lassen. Das muss ich dann demnächst auch wieder tun. So, Kenzo, schön gemacht hier. Lars Thielhoff, Mario und der kommt leider nicht ran. Der weiß gar nicht, was er da tun soll. So, Liam Bohnen hat auf jeden Fall Petersen aus dem Rennen genommen, aber gut. Ein Glück, es läuft über die anderen auch nichts. Ja, der war im Abseits, oder? Nee. Foul an Kenzo und jetzt darf Naiko das Ding hier ans Außennetz schlagen. Sah zwischenzeitlich sogar ein bisschen nach einem Tor aus, aber erstmal nur Außennetz. Aber ich glaube, der Naiko wird auch diese Saison wieder überzeugen. Wann ist nur die Frage? Zu welchem Zeitpunkt? So. Heimroth hat's versucht, aber ging nicht ganz glatt. Gut, Einwurf für uns. Heimroth hier auf Mario, Mario auf Schuto. Schuto mit einem ganz schlechten Pass, aber im Nachsetzen schafft das dann doch noch. Schöner Pass hier auf Kenzo und der gibt die Vorlage für Jorre, weshalb die beiden jetzt wieder mit 3 Toren jeweils auf Platz 1 der Torschützenrangliste stehen. Naiko mit der Flanke, die total missglückt ist. Ja, wie gesagt, wird vielleicht so ein kleines spannendes Duell zwischen Kenzo und Jorre werden. Muss ich mal sehen, wie sich das demnächst so entwickelt. Und ja, warum ist der durch? Warum ist der durch? Das war doch der Petersen, oder nicht? Und ich habe nur gesehen, dass da der Probst dran war und nicht Liam Bohn. Liam Bohn soll eigentlich immer dranbleiben am Mann. Das klappt momentan nicht so wirklich, würde ich behaupten, ne? Der ist zwar am Anfang da dran gewesen, aber mittlerweile nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob das an seiner Ausdauer liegt. Die ist vielleicht nicht gut. Weg damit. So, Mario kriegt den Ball nochmal auf Kenzo und da wieder in die Vorlage für Jorre, weshalb er ihn jetzt überholt in der Torschützenrangliste. Meine Herren.
So, Petrov wieder auf Thiel und es geht wieder nach vorne. Joro und diesmal andersrum, aber Kenzo kann ihn nicht verwandeln. Jetzt nochmal und Torwart ist dran. Kenzo, Mensch, kleine Ladehemmung jetzt. Du musst auf jeden Fall nochmal rankommen. Und wieder nicht. Der Torwart hält jeden Ball von Kenzo. Nochmal Kenzo und jetzt die Vorlage auf Lars Thiel. Ja, Vorlagen hat Kenzo, glaube ich, jetzt 3 Stück, weshalb er hier wahrscheinlich auch eine sehr gute Benotung haben wird. Aber ärgert ihn vielleicht, dass er hier sehr, sehr viele Bälle aufs Tor bringt, die da nicht reingehen. Also wieder 3:0 Führung zur Halbzeit, haben wir beim letzten Mal auch. Und Kenzo braucht eine Massage auf jeden Fall. Den werde ich auch nicht allzu lange spielen lassen, denn eine 2,5 macht 3 Vorlagen. Na gut, als Stürmer muss man halt auch Tore machen, das ist halt das Problem. Aber natürlich ein super Spiel gemacht, ganz klar. So, motivieren wir mal durch. Da und dort und hier. Und die beiden werden wir natürlich loben. So, alles positiv. Und da gibt es eine Massage für. Hier gibt es eine Massage für. Und ich brauche Liam Bohnen als Manndecker. Weshalb der hier auch noch eine Massage kriegt. Die Halbzeitansprache. Lass uns genau so weitermachen. Dann fügt sich auch alles zusammen. So, Kenzo wird ja spätestens 60. von mir erst einmal ausgewechselt werden. Und da macht Mario ein Tor. Das ist doch super. 4:0. Na, was ist denn hier los? Sag mal, die letzten 3 Spiele hier allesamt so hohe Ergebnisse. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht so ein kleiner Teufelchen so ein kleines Teufelchen eingeschlichen hat, was uns hier so ein bisschen die Ergebnisse hier ein bisschen, ja, utopisch erscheinen lässt. Also realistisch ist das nicht, dass wir 3 Spiele hintereinander hier mit solch einem Abstand gewinnen. Gerade weil die Mannschaft jetzt auch noch nicht so weit oben ist, was die Stärke angeht. Und Management technisch habe ich jetzt auch nicht so viel gemacht, muss ich sagen, dass ich das irgendwie rechtfertigen könnte. Vor allem nicht am Anfang der Saison, aber gut. Will ich mich nicht beschweren hier. So, 61. Ja, wir müssen eigentlich noch die Situation abwarten. Jetzt gibt es nämlich garantiert wieder ein Gegentor, wie ich das so kenne. So, du gehst runter, dann spielt auf jeden Fall wieder der Schrader und ja, beim letzten Mal hat Jermaine Player gespielt und Bastian Marx hat auch gespielt. Auf links Georg Ritter darf mal spielen, würde ich sagen. So, und da gibt's einen Foul und da gibt's den Freistoß, das wird gefährlich. Ne, Murat hat ihn, 64 Stärke. Er dürfte auch mal langsam was machen, ich hoffe mal, dass er so ein bisschen an Erfahrung demnächst gewinnt, Erfahrungsstufen. Denn so kriegt man hundertprozentig Stärke, also Stärke, die man nicht wieder verlieren kann, sozusagen. Schute gibt noch eine gelbe, das ist die zweite im Spiel und jetzt gibt's, ja, schön gemacht von Endogan. Murat kommt da raus bei der Flanke. Flanken übe ich mit dem jedes Mal und es lohnt sich auch immer wieder. Und Liam Bohnen, meine Güte, gut gemacht wieder von Murat, dass er da wieder rankommt. Und jetzt sieht's ein bisschen böse aus. Geht's in die falsche Richtung, jetzt geht's wieder nach vorne. Rothenbach mit dem schönen Ball hier auf Ritter. Ritter nach innen auf Jorre und der verliert dann leider den Ball, war das nicht im Abseits? Uiuiuiui. Aber die sind noch sehr ungefährlich, die Bälle. Auch wenn der jetzt hier noch durchkam. Okay, sah eher nach Eckball aus. Aber okay. So, Liam, was war da los? Das war eigentlich, ne, war gesagt hier Manndeckung und so. Das sah nicht ganz so danach aus. Manndeckung heißt eigentlich, dass man vor ihm stehen sollte. Und nicht dem hinterher juchteln kann. Denn dann hat er auch keine Chance. Ist natürlich klar, dass ein Stürmer schneller ist als ein Innenverteidiger. So, uiuiui, Rothenbach packt wieder einen seiner berühmt-berüchtigten Distanzschüsse aus. Und Jorre, eieiei, was eine Annahme. Aber wer will sich beschweren bei einem 4:0? Ich nicht. Ritter gibt hier jetzt die Flanke und boah, wieder auf der Linie hier anscheinend geklärt. Und jetzt leckt sie gerade wieder ein bisschen. Gut, aber das Spiel ist vorbei, von daher, hä, umsonst. So, Mario macht ein Tor, Lars Thiel macht ein Tor, ein Schuss vom Gegner und den hat Murat gehabt. Das war, glaube ich, der, den Liam Bohnen nicht ganz klären konnte. Und ja, unsere Leute hier wieder mit einer super Bewertung. Ich denke mal, da kommt auch keiner momentan ran an diese Bewertung. Lars Thiel hat, glaube ich, 2-mal eine 1,0 gehabt, von daher wird er jetzt ganz vorne rangieren. Und Jorre dürfte auch mit, ich glaube, 2,0 und 1,5 oder so drin stehen, also auch ziemlich gut. 2 Vorlagen dafür kennst du. Okay, dann war die dritte von... Wie war die denn? Von Jorre? Naiko nicht jetzt am Ende erst einmal? Naja gut, egal. Wir gucken uns natürlich die Tabelle an, da sind wir auf Platz 1 vor Dortmund und ja, 6 Mannschaften haben die ersten beiden Partien gewonnen. Das heißt, Bayern wird wahrscheinlich hier weiterhin unten rumkrauchen. Ein Unentschieden gegen Leverkusen. Okay, die sind auch vorne raus. Aber meine Herren, hier hinten,
nach zwei Spielen sechs Mannschaften ohne Punkte. Natürlich logisch, wenn sechs Mannschaften vorne alles gewonnen haben. So, und wir schauen uns die Stimmen auf jeden Fall an. Ich brauche Spieler, die auf dem Platz die Ruhe, die Route rausholen, sagt Robin Dutt. Und Fußballer von der Straße sind wichtiger als studierte Trainer, sagt Max W. aus Leipzig. Ah ja, was für ein Spruch. Fußballer von der Straße ist wichtiger als studierte Trainer, sagt Max W. Alles klar, auch der Spruch des Tages. So, Lars Thiel, wie gesagt, zweimal die 1,0, deswegen hier vorne mit dabei. Und die Jungs bleiben auch noch vorne mit drin. Lewandowski macht noch mehr Tore als Jorre hier. Meine Herren, aber ich glaube, wenn wir so in dieser Form bleiben, dann ist auch Dortmund kein Problem für uns. Werden wir sehen. Und das nächste Spiel, na, lass uns doch nochmal schnell die Taste drücken, so. Ist gegen Hamburg angesetzt. Da bin ich auf jeden Fall wieder einmal gespannt. Neunter Platz und wieder mal langweiliges Training. Die beschweren sich hier die ganze Zeit wegen dem Training, aber ich sag mal so, solange es erfolgreich ist, ist mir das egal, ob denen da langweilig bei ist. Mario ist jetzt bei einer 70, ich denke mal, der hat einen ganz guten Moralwert, ist bestimmt dunkelblau, ne? Ja. Mario, nee, noch nicht. Gut, aber jetzt geht's hier wirklich an die Frische, von daher gibt's jetzt ein richtig extremes Frische-Training von mir. Das könnte dann heißen, dass es nicht so viel Taktiktraining gibt und es ein bisschen schlechter wird, was das nächste Ergebnis angeht und man dann auf die Leute setzen muss, die momentan fit sind, nämlich auf Jorre, Mario, Petrov und unseren Torwart natürlich. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht auch ein bisschen rotieren. Ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shooto.